Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmin, heute mit dem Orakel Deutschland gegen die Ukraine Testspiel. Und ich habe jetzt 5 Stickertütchen. Ich hoffe, dass das diesmal reicht, weil bei den Shorts, da reicht das eigentlich nie. Und dann denke ich mal, starten wir direkt rein. Weil bei den Shorts muss ich ja eine Minute haben. So, wir haben hier Spanien-Logo. Sehenswürdigkeiten von Kroatien. Dann haben wir Schottland. Dänemark. Sehenswürdigkeiten von Serbien. Und Slowenien. Noch 0-0. Eieiei. So, nächstes Tütchen. Hier haben wir Purple Sticker. Nice. Rico Lewis von England. Hier haben wir Wales. Müsste Ungarn sein, oder? Ja. Ungarn Sehenswürdigkeiten. Dann haben wir Sehenswürdigkeiten von Tschechien. Stadion von Gelsenkirchen. Und was ist das für eine Gruppe? Keine Ahnung. D, glaube ich. Gruppe D. So, nächstes Tütchen. Wieder ein Glitzersticker. So. Hier haben wir die Schweiz. Haben wir hier Petri von Spanien. Oh, das habe ich hier noch nicht. Das ist neu. Haben wir hier die Türkei. Haben wir hier Israel. Und hier haben wir Slowenien. Eieieiei. Wir haben jetzt noch 3 Tütchen. Und wir haben jetzt immer noch nichts gezogen. Serbien. Griechenland. Und da haben wir das 1-0 für Deutschland. Jawolski. Passt ja. Dann haben wir Tschechien. Rumänien und Slowenien. So, letztes Tütchen. Mal gucken, ob die Ukraine noch kommt oder ob vielleicht Deutschland sogar noch das 2-0 macht. Island, Kroatien, die Schweiz. Dann haben wir hier Luxemburg, Belgien. Wenn man es so rumhält. Ja, Tor. Fast. Das Gelbe müsste natürlich nach unten. Und da haben wir nochmal Frankreich. Und somit gewinnt Deutschland 1-0 gegen die Ukraine. Schreibt eure Tipps in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was ihr so tippt. Und dann würde ich sagen, haut herein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.